krasse Neuigkeiten. Erik hat zum Rauchen aufgehört. Also ich habe gemerkt einfach, dass es mir nicht gut tut und dass ich jetzt einfach gesünder leben will. Einfach Wassermelonen. Ja. Ja. Und deswegen... Chris hat eine Kochshow, eine sexy Kochshow. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Michelle, du musst so eine aus der Kochshow sein, die immer so Fragen stellt. Und was passiert jetzt als nächstes? Oh! Leon, jetzt du. Ja, und jetzt schüttet er das halt in die Schüssel. Keine Ahnung, was du sollst nicht kommentieren, du sollst Fragen stellen. Ob es so heiß? Jetzt kommt ein Schuss Wasser rein. Oh Gott. Das ist dein Content? Ich hoffe, dass du gar keine Ahnung und checkst nicht, dass das so Sexual Content ist und denkst einfach so, ah, sucht man das. Und dann kommst du immer so. Ich finde, er hat das Zeug zum Sternekoch. Jetzt das nächste Mal, wir sind so im Restaurant. Endlich ist mein Steak da. Wir haben gerade Sophie vom Flughafen abgeholt, sie war auf Tomorrowland. Es war ein bisschen unangenehm, weil einer von den Creatoren, ich dachte die ersten zwei Tage, dass er schwul ist. Und dann haben wir uns auch zusammen fertig gemacht und so. Und dann hatten wir was. Und dann war ich nackt vor ihm. Ja, ich war halt wirklich nackt vor ihm, weil ich dachte hundertprozentig, dass er schwul ist. Und er sagt, nö, er steht eigentlich halt auf große Frauen. Ha. Und du fandest ihm noch immer schwul oder nicht? Der dann dritte Tag nicht mehr. Als wäre das ihre Entscheidung, ja, ob er schwul ist. Einfach so, ja, ich bin hetero, nicht, finde ich immer noch schwul. Ich bin gerade das erste Mal bei Erik zu Hause und what the fuck? Ich dachte, da ist jemand. Du könntest ja auch Tinder runterladen, du musst ja nicht sowas basteln. Übrigens ist die Figur bei Erik ein Einzelfall. Ich hatte den Herzinfarkt meines Lebens, als ich aus meinem Zimmer rausgegangen bin. Denn aus irgendeinem Grund hat Sophie die Queen von England. In Lebensgröße, what the fuck? Woher kam die Inspiration? Ich war... Horny? Ich war... Die Mike ist heute das erste Mal bei mir zu Hause. Die Wohnung schaut aus wie Bombe. Es ist kein Problem. Kein Problem. Was kein Problem? Für mich ist Problem, für dich nicht Problem. Es sieht doch schön aus hier. Schön. Schön ist, wenn ein Zimmer geräumt ist in meinem Zimmer von meiner Bub. Hallo. Deine Bub. Hab ich 7 Kinder zu Hause. Okay. Eine 7, andere 8, 3. So viele Kinder. Ja, kann man gar nicht mehr. Wo sind die denn alle? Ich vergesse, welche Kinder zu Hause, welche schlafen. Ja, ja, ja. Aber viel Kinder, gell? Viele Kinder, ja. Seitdem unser Kumpel Marvin schulfrei hat, hat er sich angeblich etwas zurückgezogen. Vielleicht liegt's auch an den Nadeln. Er verbringt in letzter Zeit einfach mehr Zeit auf seinem Zimmer. Und was wir in den Mike Welles Vlogs nicht akzeptieren, ist Privatsphäre. Wie das Kind bei den Eltern. Hast du dann Aschenbecher im Bett? Ich höre, das ist so high aus, wie du hier siehst. Du bist das perfekte Bild, warum Eltern Angst haben, dass ihre Kinder Influencer werden. Ey, dein Zeugnis ist komplett scheiße. Aber ich war fast nie anwesend, das zählt nicht. Die schlechten zählen. Aber du bist berechtigt zum Aufsteigen. Mhm. In die zweite Klasse. Erik hat eine Business-Idee. Das ist eine Geheim-Business-Idee. Heimlich Leons Sachen auf eBay verkaufen? Nee. Das mache ich sowieso nicht. Da gibt es ja diese Fußtinder oder so. Oder irgend so etwas, wo man Füße verkaufen kann. Onlyfans? Foodlyfans. Muss man das anmelden irgendwo? Wo geht man da hin? Wie willst du das dem Finanzamt erklären? Wir sagen, wir gehen hin, okay, wir stellen uns jetzt vor. Hallo Finanzamt. Mhm. Hallo. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihnen das erkläre. Security! Haben Sie Interesse an Fußwunderwaffen? Sophie holt gerade ihren Koffer von meinem Auto und ich habe unabsichtlich den Garagenöffner gedrückt. Hat sie mich da so eine Garage? Ja. Hast du dich erschreckt? Ich meine... Ich habe so in einer Sekunde so die ganzen Horrorszenarien vor meinem Gesicht gesehen. Du bist schon in der Fötusposition. Also wenn sie eingesperrt wird, dann mit mir. Ja, du, dann sei schnell. Hilfe. Was ist das Geheimnis von einem guten Döner? Die Qualität. Die Qualität. Die Qualität. Und bei euch? Bei uns. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen und nicht vergessen zu abonnieren, denn es ist gratis. Und man kann sich immer umentscheiden. Danke, eure Hoheit. Peace. Satans Brathans subtiler Blick geht immer ungefähr so.